Hallo, in dem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man beim Seat Ibiza den Luftfilter wechseln kann. Ihr könnt hier den Luftfilterkasten sehen. In dem Luftfilterkasten ist der Luftfilter verbaut und der Luftfilter hat einen festen Wechselintervall, wann er gewechselt werden muss. Wann ihr euren Luftfilter ersetzen müsst, könnt ihr bei euch im Serviceheft nachschauen. Guckt dort einfach rein. Dort steht dann der Wechselintervall, zum Beispiel nach 2 Jahren 30.000 Kilometer, 2 Jahre 60.000 Kilometer oder vielleicht auch nach 4 Jahren. Das ist von Fahrzeugmodell zu Fahrzeugmodell unterschiedlich. Ja, um den Luftfilter auszubauen, müssen wir die ganzen Schrauben um den Luftfilterkasten lösen. Das werden wir jetzt machen. Dazu benötigen wir in dem Fall hier einen Torx-Schraubendreher, wie man sehen kann. Auch da müsst ihr gucken, das ist von Fahrzeugmodell zu Fahrzeugmodell immer mal unterschiedlich. Ja, wir lösen jetzt erstmal der Reihe rum alle Schrauben. Achtet darauf, dass euch die Schrauben nicht in den Motorraum fallen. Legt sie weit genug weg, so dass die Schrauben nachher nicht verloren gehen. Wenn ihr alle Schrauben gelöst habt, können wir nun den Luftfilterkasten öffnen. Ja, dazu heben wir jetzt den Deckel vom Luftfilterkasten nach oben ab und dann können wir den Luftfilter auch schon sehen. Hier ist er. Den können wir einfach nach oben rausziehen und wir schauen uns den Luftfilter mal an. Dieser Luftfilter hier sieht noch sehr gut aus. Der ist also noch recht neuwertig. Wenn der Luftfilter stark verdreckt ist, also der Wechselintervall erreicht ist, solltet ihr den Luftfilter gegen einen Original-Seat-Luftfilter eintauschen. Ja, zum Einbau des neuen Luftfilters ist Folgendes zu sagen: Der Luftfilter wird wieder in den Luftfilterkasten reingelegt und achtet darauf, dass die Dichtung richtig sitzt, nicht dass die Dichtung hier irgendwo an der Ecke überhängt. Dann würdet ihr den Luftfilterkasten nicht richtig dicht bekommen, das wäre nicht gut. Von daher achtet bitte darauf, dass die Dichtung richtig sitzt. Ja. Wir stecken den Deckel dann von oben einfach wieder drauf, achten dabei auch, dass wir den Deckel richtig ansetzen und schrauben dann die Schrauben wieder ringsherum und hier in der Mitte rein. Ja, wenn ihr alle Schrauben angezogen habt, vergewissert euch nochmal, dass der Luftfilterkasten richtig hängt und sitzt. Wenn das der Fall ist, sind wir soweit auch fertig. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.